Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Stromhandel. Wir haben ja seit 1998 einen liberalisierten Energiemarkt, das heißt, dass die Energieerzeugung, also Kraftwerksbetrieb, der Netzbetrieb, also die Stromleitungen und der Vertrieb, also das Verkaufen der Energie an den Endkunden, rechtlich voneinander getrennt sind. Genau deswegen ist es notwendig, dass natürlich ein Energiehandel organisiert werden kann, damit die Erzeuger, die Kraftwerksbetreiber, die Energie schlussendlich auch zum Kunden bringen können. Schlussendlich geht es beim Stromhandel um nichts anderes als um die Befüllung und schlussendlich den Ausgleich des Bilanzkreises. Den Bilanzkreis habe ich auch schon mal in einem separaten Video genauer erklärt. Das Ganze macht man schlussendlich über Handelsplätze. Und das ist einerseits, und davon habt ihr sicherlich gehört, die Strombörse. Wir haben in Leipzig die EEX als größte europäische Strombörse überhaupt. Die ist vor allem für den langfristigen Handel da. Und wir haben in Paris eine Tochter der EEX, die EPEX. Und das ist praktisch die Strombörse für den kurzfristigen Handel. Darüber hinaus gibt es auch noch den außerbörslichen Energiehandel, den sogenannten OTC. Das ist over the counter, also über die Theke. Und das bedeutet schlussendlich, dass man Energiemengen ja im Prinzip wie Wertpapiere über Energiebroker oder Finanzbroker handelt. Das funktioniert schlussendlich im Prinzip genauso wie Aktienhandel. Ja, und was macht man da jetzt genau? Es gibt erstmal grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Handel. Wie ich ja gesagt habe, einmal den langfristigen Handel, den sogenannten Terminmarkt. Da geht es darum, dass man wirklich langfristig die Energiemengen einkauft, die immer benötigt werden. Das ist ganz klar, anhand der eigenen Kundenmengen und dem Verbrauchsverhalten der Kunden brauche ich folgende Energiemenge in der Zukunft und die möchte ich jetzt langfristig einkaufen, um zum Beispiel jetzt im Moment günstige Preise ausnutzen zu können. Und dafür gibt es vor allem zwei entscheidende Produkte. Das ist einmal der Base, also die absolute Grundlast, den Grundverbrauch, den man auf jeden Fall einkaufen möchte. Dafür gibt es die Base-Produkte. Und das ist im Prinzip immer genau die Energiemenge, die dauerhaft niemals unterschritten wird. Darüber hinaus gibt es dann die Peak-Produkte. Das ist für den Spitzenverbrauch oder die Spitzenenergiemenge, die eben gebraucht wird, wenn jetzt mal alle Kunden gleichzeitig Energie verbrauchen oder eben die richtig großen Verbraucher jetzt in diesem Moment mal losschlagen und praktisch ihre Geräte anschalten. In dem Moment also die Peak, die Spitzenprodukte. Und natürlich gibt es dann im gesamten Tagesverlauf noch Zwischenprodukte, die zum Beispiel auch je nach Tagesverlauf nochmal anders bepreist sind. Dafür gibt es eben verschiedenste, ja, Stromprodukte, Energieprodukte, die an der Börse oder außerbörslich gehandelt werden können. Aber schlussendlich kann man vor allem unterscheiden zwischen Basisprodukte und Spitzenprodukte. Die können, wie gesagt, langfristig eingekauft werden. Und langfristig bedeutet hier monatsweise, quartalsweise, sogar für ein ganzes Jahr kann man hier Energiemengen fest einkaufen, weil man die eben niemals unterschreiten wird. Man wird die immer brauchen, kann man die sich langfristig für einen günstigen Preis reinholen. Das ist auch deswegen wichtig, weil jetzt langfristig nicht nur ja die Energieversorgung der eigenen Kunden sichergestellt ist, sondern damit auch langfristig das Kraftwerk, was diese Energie zur Verfügung stellt, weiß, dass es gebraucht wird, dass es hochfahren kann, dass es praktisch die Kosten, die es beim Betrieb verursacht, definitiv vergütet bekommt. Das ist schlussendlich für alle Marktteilnehmer also sinnvoll, wenn auch langfristig Energie gehandelt wird. Die andere Seite, der kurzfristige Energiehandel, ist der sogenannte Spotmarkt. Da kann man grundsätzlich in zwei Varianten unterscheiden. Einerseits der Day-Ahead-Handel, also der Energiehandel für morgen, der vor allem dafür gedacht ist, um die Bilanzkreise, das ist eine Pflicht für Bilanzkreisverantwortliche, vor dem Nutzungstag auszugleichen. Der Bilanzkreis ist ja, wie im anderen Video beschrieben, ein virtuelles Energiemengenkonto, wo Verbrauch und Erzeugung gegenübergestellt werden. Und dieses Energiemengenkonto muss immer ausgeglichen sein. Und es besteht die Pflicht, das am Tag davor auszugleichen. Genau dafür gibt es den Day-Ahead-Handel. Jetzt kann man praktisch das, was man vorher langfristig eingekauft hat oder was man langfristig nicht eingekauft hat, kann man jetzt noch kurzfristig nachjustieren. Und das eben über den Day-Ahead-Handel am Tag vor der Nutzung. Das zweite ist der Intraday-Handel, also der Handel für jetzt den heutigen Tag. Man kann praktisch noch eine halbe Stunde vor Nutzung kleine Energiemengenprodukte für den Tagesverlauf nochmal nachjustieren. Das ist eben genau für solche Korrekturen da, wenn doch mal irgendwo noch ein anderes Kraftwerk ausgefallen ist, wenn irgendwo Kunden was doch nicht verbraucht haben oder wenn Prognosen nicht ganz gestimmt haben, dann kann man über den Spotmarkt im Intraday-Handel ganz schnell nochmal nachjustieren.
Und schlussendlich geht das tatsächlich viertelstündlich. Es gibt da Viertelstundenprodukte, damit man schlussendlich seine Energiemenge für genau den richtigen Moment immer nachjustieren kann. Und eben auch, weil der Bilanzkreis viertelstündlich ausgeglichen sein muss. Das kann schlussendlich der Spotmarkt perfekt abbilden. Der ist also dafür da, um nochmal kurzfristig nachjustieren zu können, bedeutet aber gleichzeitig, dass man eben nicht besonders gute Preise erwarten kann, außer es gibt jetzt gerade mal ein entsprechendes Überangebot oder sowas. Aber im Regelfall bedeutet die Beschaffung von Energie in kurzfristiger Manier, dass man im Zweifel auch mal hohen Preisen ausgesetzt ist. Aber das ist eben dann notwendig, wenn man doch mal falsch prognostiziert hat oder wenn sich was am Kundenverhalten stark geändert hat. Das sind also die zwei großen Varianten des Energiehandels. Einmal der langfristige Terminmarkt und der kurzfristige Spotmarkt, mit dem man die Energiemengen, die man braucht, blöckeweise für eine Viertelstunde, für eine Stunde oder dann eben auch sogar monatsweise, quartalsweise, jahresweise einkaufen kann und damit seinen Base, seine absolute Grundlast, seine Peaks, also die Spitzen, den gesamten Tagesverlauf dazwischen und dann eben nochmal die Nachjustierung für die Viertelstunden wunderbar handeln kann. Und das Ganze eben an der Strombörse oder außerbörslich mit dem OTC Over-the-Counter-Handel. In weiteren Videos werde ich jetzt genauer auf zum Beispiel die Strompreisentwicklung und verschiedene andere Aspekte eingehen. Und für heute soll es aber erstmal gewesen sein. Habt ihr irgendwelche Fragen zum Stromhandel, zum Energiehandel oder wollt ihr bestimmte Aspekte in weiteren Videos erklärt haben? Dann schreibt das in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.